Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Altitude Zero und wir machen weiter mit First Impact. Ja, da sind wir schon in der letzten Folge immer dabei gewesen, das hier endlich mal freizuschalten. Und ja, wir werden einfach mal zusehen, dass wir hier jetzt mal so ein bisschen zu Potte kommen. Also wir sollen möglichst tief fahren. Unter 30 Meter, ich glaube im Schnitt, und ja, natürlich auch Platz 1 bis 3. Wir haben hier beim allerersten Lauf, haben wir das Ding aber sowas von gewonnen und seitdem tun wir uns so ein bisschen schwer. Wegen so einer Aktion hier aber auch. Na klar. Nein! Ach, Mensch. So, wenn wir jetzt hier eine gute Kurve erwischen. Es geht besser, denke ich. Ah ja, wir müssen einfach immer, man muss immer versuchen und versuchen, irgendwann geht's. Das war jetzt so ein bisschen Pech und Glück. Das war jetzt einfach nur Pech. Ganz toll, ne? Ah, können wir vergessen. Können wir jetzt schon vergessen. Ah, aber wir sind nicht so weit weg. Es geht schon. Hier ist alles okay. Das hätten wir jetzt selber von uns auch aus besser machen können. Ja, ich glaube, wir sind hier gerade nicht so gut unterwegs. Naja, das dürfte im Mittelfeld irgendwie sein. Ja, Platz 6. Schade, fehlte nicht so viel. Aber ich weiß auch gar nicht, ob wir hier unter 30 Meter jetzt im Schnitt waren. Oh, nächster Versuch. Komm, auf geht's. Average. Ach, guck mal da. Oh ja, da war ich jetzt ein bisschen abgelenkt. Da rechts, ganz unten rechts ist sogar eine Leiste. Die sehe ich jetzt das erste Mal. So, das war gut. Hauptsache durch. Sieht gut aus bis hierhin. Aber durch die Strafe haben wir hier jetzt natürlich schon so ein paar Probleme bekommen. Naja, selbst wenn, da sind wir sowieso gerade viel zu hoch gewesen immer. Boah, das ist echt nicht einfach. Naja. Nein. Ach komm schon, leck mich am Arsch.
Warum auch nicht? Warum auch normal fliegen, ja? Jo, nein. Mist. Also ich meine, die Flugzeuge halten schon viel aus. Aber auch nicht alles. Da habe ich mich mal eben herrlich verklickt. Da wollte ich eigentlich Turbo zünden statt Seitenruder. Und ich dachte schon, wir kommen da durch. Toll, ey. Hätten wir das erste geschafft, dann wären wir hier jetzt wahrscheinlich auch durchgekommen. Und jetzt nochmal Gas geben. Geht da vielleicht noch was? Die Zeit war nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, ob wir mit den Metern überhaupt hinkommen. Es ist der dritte Platz. Attitude below 50 meters. Ach, guck. Dann war das nur... Haben wir das Achievement? Nein, wir haben es nicht. Oh. Nee, ey. Da haben wir es denn geschafft? Ach, komm schon. Da haben wir es denn schon geschafft, zumindest unter die ersten drei zu kommen. So gerade eben mit dem Schlusssprint. Oh. Dann hat das andere nicht gereicht. Aber das ist auch schwer. Ich würde viel lieber weiter oben fliegen. Naja. So, nächster Versuch. Irgendwann klappt es, ne? Wissen wir. Praise the wind. So, auf geht's. Nächster Versuch. Alles gut bis hierhin. Alles gut. Alles gut. Oh shit. Ist nicht schön, aber wir sind ziemlich schnell. Wenn ich das jetzt noch irgendwie... Ah, ich scheiß auf das Ding. Oh Gott, Average. 40 Meter im Ernst? Oh, wir waren so schnell, ey. Das darf nicht sein, oder? Wir waren so verdammt schnell. Oh, und dann waren wir einfach zu hoch. Ja, bei 40 Meter war es. Dabei kam mir das eigentlich recht niedrig vor. Naja, ich klicke trotzdem mal in der Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie zählt, aber... Nope. Tja, dann müssen wir nochmal. So, aber mit der Performance eben macht mir das doch ein bisschen Hoffnung. Ja, da waren wir ganz am Ende, so weit oben. Das ist dann auch irgendwie, dann weiß man nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist dann auch doof. Oh, Scheiße. Ja, so schlecht sieht es jetzt aber auch nicht aus. Die Höhe sieht ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier am Ende nochmal schön weit unten fliegen... Komm, geh schon auf unter. Der war die ganze Zeit bei 30 Meter. Oh, ich hoffe, das reicht jetzt. Ja, wir haben es. Oh, endlich Glück gehabt. Also, damit haben wir dann doch nochmal... Ja, Canyon Drop, sehr schön. Get the first medal on a new track. Kein Problem. Puh, meine Herren. Das war ja mal ein Krampf. Aber wir kommen weiter und weiter, ne? Irgendwann
funktioniert es dann doch. So, eine neue Bahn, eine neue Strecke zum Fliegen. Und was ist das bitte für ein Mist? Ja. Fast. Scheiße. Hätte die Berührung jetzt sein müssen? Naja, das war jetzt ein bisschen viel. Also, da müssen wir mal zusehen, dass man da sauber runterfliegen kann. Naja, das war falsche Flugweise. Da kommen wir anders besser runter. Das war auch direkt die falsche Richtung. Also da tue ich mich gerade so ein bisschen schwer. Ich musste natürlich nach hoch ziehen, wenn wir falsch rum sind. Das war auch vernünftig. Fifty-fifty, wa? Jo, wunderbar. Perfekt, das geschlossene Tor erwischt. Ganz toll. Was ein Scheiß hier am Ende. Nope, falsch rum. Da war das Ziel. Schade drum. Boah, ey, das ist aber auch hammerhart. So, viel Versuch haben wir nicht mehr. Aber wir versuchen es nochmal weiter. Komm, auf geht's. Ist egal, ich fahre einfach geradeaus. So ein Blödsinn hier. Nee, ey. So, komm, nächster Versuch. Immer weitermachen. Wie gesagt, irgendwann funktioniert. Boah. Ja, das war gar nicht gut. Hätte man anders fliegen können. Ah, können wir hier weiterfliegen? Ah, wurden schon ordentlich zurückgesetzt. Schade. Also nach Medaille sieht es nicht so aus. Scheiße, das war wieder so ein typischer Fehler wie eben auch. Sind wir auf dem Dach? Ich will hochziehen oder runterdrücken vielmehr und dann ist es natürlich genau andersrum. Ja, wenn man da schon so doof reinkommt. Oh oh. Dass wir das überhaupt noch erwischt haben, ist schon ein Wunder. Schon richtig. Ach komm, lassen wir aus. Nehmen wir lieber die Strafe in Kauf. Ach scheiße, die Dinger darf man nicht auslassen. Das ist ja blöd. Ich würde sagen, Leute, das reicht auch erstmal wieder für diese Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. In der nächsten Folge hier bei Altitude Zero Lower and Faster. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch. Macht's gut, Leute. Bis dann.